Hi, so jetzt gibt es ein Video, das mache ich auf Nachfrage einiger Abonnenten oder Zuschauer, wie auch immer. Es kann sein, dass ich euch damit zu Tode langweile, deswegen entscheidet rechtzeitig, was ihr macht. Ich werde euch nämlich das Teil von Quinn vorstellen. Das kann sein, dass das ein etwas ausführlicheres Video wird. Ich mache das so ein bisschen, ja, wie wenn ich jetzt einen Vortrag über Deutschland halten wollte. Jetzt halte ich einfach einen Vortrag über dieses Kaiserreich. Wem es ansonsten zu langweilig ist, schaltet ab oder nutzt es als Einschlafhilfe. Das könnt ihr jetzt halten, wie ihr möchtet. So, hier seht ihr das Tal von Quinn. Quinn, mir wurde ja angemerkt, Kaiserreich, dass das Wort Kaiser ja, ja politisch-historisch sehr behaftet ist im europäischen Kontext. Warum das überhaupt ein Kaiserreich ist und ich dem Kaiser nicht einen anders lautenden Titel gegeben habe, liegt eigentlich daran, dass ich als Kind immer fasziniert war von den chinesischen Kaisern. Ich habe das eher aus den europäischen Kaiserbegriff, der ja auch auf fernöstliche Kulturen irgendwann übertragen wurde, auch wenn es da ja nicht wie hier zur Zeit der Kaiser die Ernennung zum Kaiser oder sowas gab in Rom, habe ich trotzdem die Titel Kaiser übernommen. Der Kaiser im Kaiserreich von Qin, es ist ja ein feudal organisiertes Reich mit Königen, die alle Vasallen des Kaisers sind. Der Kaiser hat aber hier keine göttliche, himmlische oder sonst irgendwas Funktion. Eigentlich ist der Kaiser der König der Könige und hat eher eine, wie alle anderen Könige auch eine, nee, wie alle anderen Könige eher nicht, aber der Kaiser hat eine, eher eine Beamtenstellung als der höchste Beamte dieses Reiches und auch der Führer, ja, ich will nicht sagen Nationen, Nationen ist ja auch so eine Erfindung der Neuzeit, aber Anführer oder Herr dieser ganzen Ländereien. Deswegen heißt der Kaiser und auch nicht irgendwie anders. Und die Größe des Tals von Quinn ist übrigens auch nicht. Das Wort Tal ist eigentlich geografisch gesehen nicht der richtige Begriff für das, was sich hier hinter mir erstreckt. Ich habe gerade eben extra nochmal auf eine Deutschlandkarte geguckt und mir mal die Maßstäbe angesehen. Die Distanz von Quinn, es findet nämlich einmal eine Reise statt, auch gerade in Band 1. Von Quinn hier nach Xiada ist eine Distanz von in etwa 300 Kilometern. Das entspricht einer Distanz von Magdeburg in Westwärtsrichtung bis an die Grenze zur Niederlande. Und das ist ja nur hier dieser Teil. Dann gibt es ja noch den. Das wäre quasi von Magdeburg bis zur polnischen Grenze. Das heißt, die Ausdehnung, die hier übrigens eine Nord-Süd-Ausdehnung in der Waagerechte ist, weil Norden ist da, die Karte ist nicht eingenordet, entspricht Norddeutschland. Und die Distanz von hier, vom Tal von Unori nach hier ins Kloster von Enori, ist so in etwa wie von der Nordsee bis an die Südgrenze Thüringens. Gleich noch der Hinweis an die Weltenerfinder hier von euch, dann kommt man plötzlich an das Problem, dass man ja Reisezeiten abgleichen muss, wenn die Leute auf einmal reisen und die in der Geschichte beschriebene Reisezeit ja überhaupt nicht zu der tatsächlichen Ausdehnung des Landes passt. Das musste ich nochmal nachmodellieren und ich weiß nicht, ihr könnt ihr beurteilen, wie sinnvoll ihr die Modellierung findet, aber ich habe mal nachgeguckt. Mit einer Kutsche kann man wohl so zwischen, naja, ab 3 Kilometer pro Stunde je nach Gelände aufwärts reisen. Eine Reise, das ist eine sehr lange Reise, die in die Buch stattfindet. Da reisen die Leute tatsächlich 13, 14, 15 Stunden pro Tag. Machen auch per regelmäßige Pferdewechsel. Die Pferde können das ja sonst überhaupt gar nicht. Genau auf dieser Reise, die verbliebenen 8-9 Stunden schlafen die dann eben in irgendeinem Gutshof. Die restliche Zeit reisen sie permanent. Wir nehmen jetzt mal an, dass sie so 3-4 Kilometer im Durchschnitt reisen können. Das ist ja immer noch recht langsam mit einer Pferdekutsche. Angenommen, die Straßenverhältnisse sind gut. Die Straßen sind natürlich hier rings um Quinn mindestens bis hier sehr gut ausgebaut und dann hier im letzten Stück auch wieder. Das heißt, die Kutsche kommt gut voran. Heißt, man hätte eine Tagesleistung von, sagen wir mal, um die 50 Kilometer. Das ist jetzt die grobe Schätzung, wenn man da 15 Stunden reist. Da kommt man in 6 Tagen Reisezeit schon auf seine 300 Kilometer von da nach da. Es ist also nicht so, dass das hier ein Tal ist. Es müsste eigentlich das Tiefland von Quinn heißen. Aber ich habe es nun mal damals das Tal von Quinn genannt und das bleibt auch so, weil es von Gebirgszügen eingerahmt ist. Eigentlich ist es ein Tiefland, was von Gebirgen eingerahmt ist, die wie Alpen sind. Ihr müsst euch das jetzt mal vorstellen, wie Bayern umrahmt von den Alpen. Das ist die geografische Lage von Quinn. Es gibt aber keine verschiedenen Klimazonen. Das ist übrigens so eine Prämisse gewesen für mich, für das gesamte Buch und auch das Tal.
solche Dinge, die es in der Realität gibt oder die in Fantasy-Romanen oft üblich sind, vollständig auszublenden. Es gibt keine verschiedenen Klimazonen, es gibt keine verschiedenen Rassen, wie es jetzt bei Elfen, Orks oder sowas der Fall ist, so, davon bin ich kein Freund. Die Völker, die in Quinn leben, es ist eigentlich ein Volk, die Quintaner, die verschiedene kulturelle Notationen haben. Ja, die, oder ja, Merkmale. Das sind aber wirklich so kleine Sitten und Gebräuche. Im Großen und Ganzen ist das, was hier lebt, das sind, die Menschen sind alle gleich. Also solche quasi Oberflächlichkeiten oder auch so geografische Gegebenheiten spielen in der Geschichte überhaupt keine Rolle. Und ich habe mit dem Tal von Quinn eine quasi hermeneutisch abgeriegelte Welt geschaffen, die es so natürlich auch nicht in der Realität gibt. Weil ich auch Auseinandersetzungen von vornherein ausschließen wollte, die von auf Quintanern und dann anderen Völkern beruhen. Dieses immer, dass verschiedene Völker Konflikte haben und verschiedene Rassen Konflikte haben, verschiedene Religionen Konflikte haben. Diese Grundmotive habe ich bewusst ausgeblendet, weil ich die nicht doll finde. Und ich eigentlich mit Quinn eine Idealwelt, so eine Utopie als Grundzug zeichnen wollte, in der diese eigentlich oberflächlichen Unterschiede, die es auf der Welt ja tatsächlich aber gibt und die wirklich immer zu Krieg und Konflikten führen, die es hier aber nicht gibt. So viel erstmal zu der Grundidee von Quinn. Das könnt ihr jetzt finden, wie ihr wollt. Jetzt kann auch meinetwegen Kritik hageln, aber es ist ja trotzdem nur ein Fantasieroman. So. Feudal organisiert, es gibt den Kaiser, der sitzt in Quinn, das ist auch die Hauptstadt. Hauptstadt ist auch der Name des gesamten Kaiserreiches. 487 Jahre ist das Reich alt, da war die Reichseinigung, davor gab es die freien Königreiche, die gegeneinander gekämpft haben. Die Reichseinigung hat auch erst zu dieser Blütezeit in Quinn geführt, die von hier ausging. Die Hauptstadt wurde damals, die gab es damals schon, war aber auch umkämpft, weil es, wie ihr seht, ist es sehr ein geografischer Knotenpunkt, um den es hier geht. Wir haben hier den Fluss Hian, der zieht sich einmal längs durchs Tal. Und hier die Felsenspitze und den Gebirgskamm von Utura, die sich hier in etwa treffen. Diese Karte ist natürlich geografisch verzerrt und entspricht hier keinen tatsächlichen Maßstäben. Also eine echte Karte würde noch anders aussehen und auch die Breite. Und hier wären noch Schraffierungen. Das hier sind ja auch schon Gebirgszüge, was sich hier außen drum erstreckt. Es ist nicht so, dass wir hier Grünland, Grünland, Grünland und auf einmal gehen die 3000 Meter hohen Berge steil in die Höhe. So ist es nicht. Ja, und hier ist ein Wasserweg und auch noch Knotenpunkt durch diese zwei Gebirgszüge. Deswegen ist Quinn so eine wichtige Geschichte. Hier fand die Einigung statt, deswegen sitzt da auch der Kaiser, darum ist das das Kaiserreich von Quinn. Die anderen Königreiche haben, also es korrelieren immer die geografischen Namen und die Hausnamen miteinander. So wie jetzt Kaiserreich von Quinn und die Stadt Quinn, gibt es zum Beispiel das Tal der Nebel, das ist hier dieser, ja, von Weitem sieht man es gut, das ist ja ein richtig dunkler Fleck. Das sind Sumpfwälder. Irgendwo im Buch gibt es so eine schöne Metapher, dass die Tannen oder die in die Höhe ragenden Fichten wie Haken, also so wie Widerhaken, den Nebel an den Boden klammern. Hier ist es immer düster, neblig, kalt, hier fallen kalte Schwaden in das Tal von allen Seiten. Und das Land ist generell versumpft. Das ist das Tal der Nebel und das Haus, was dort regiert, ist auch das Haus der Nebel. Die regieren hier in, oh, hier, was ihr gerade gar nicht sehen könnt, in der Nebelfestung. Die gibt es auch als Bild. Naja, als so Skizzenbild. So toll sieht das Bild jetzt nicht aus. Das ist das. So müsst ihr euch die Nebelfestung vorstellen. Das ist eine eigentlich auch wie eine Hochburg. Und hier unten ist die Stadt, die wird aber auch zur Nebelfestung einfach nur gezählt. So, hier unten regiert das Haus der Nebel, König Raidon ist der König. Hier gibt es sogar noch eine zweite Stadt, Utura. Und weil ja die Dimensionen alle sehr groß sind, ist auch der Maßstab der Stadtausdehnung hier nicht korrekt. Nehmen wir an, das ist die echte Stadtgröße und das ist hier, sind hier so echte Stadtgrößen, dann sieht es aus, als könnte man in einem Tagesmarsch hier einfach mal schnell runterspazieren. Aber wie gesagt, das ist falsch, das ist ja hier eine verzerrte Karte. Nur um die maßstabsgetreu zu machen, müsste die Karte so groß sein wie eine ganze Wand. So, Tal der Nebel, Tal des Goldenen Lotus. Hier gibt es keine große Stadt. Ja, hier hinten gibt es so ein paar Städte, hier sind natürlich überall kleine Dörfchen.
Eigentlich ist das Tal des Goldenen Lotus aber leer. Durchzogen wird es von malerischen Seen nach. Da stelle ich mir so ganz ein bisschen wie Mecklenburgische Seenplatte stelle ich mir davor. Das ist richtig schön. Und überall verbreitet sind kleine goldene Lotuspflanzen. Deswegen heißt das auch das Tal des Goldenen Lotus. Nun seht ihr schon, hier gibt es eine Stadt. Da, die etwas größer ist, die heraussticht. Das ist keine richtige Stadt, sondern das ist der Lotus-Tempel. Der Lotus-Tempel, jetzt suche ich hier gerade das Notizbuch. Hier ist Sitz von Hohepriesterin Eli, eine ganz bedeutende Persönlichkeit in der Geschichte. In Band 1 ist sie noch nicht so bedeutend. Für die Gesamtgeschichte ist die Frau wirklich der absolute Oberkracher. Das kommt aber erst später raus, was die alles gemacht hat. Die Schwesternschaft des Goldenen Lotus, wo sie die Anführerin ist, man kann schon fast Führerin sagen, das ist ein Kult, Sekte, Kult, eher Kult, ist erst 16 Jahre alt. Das ist eine sehr junge Sache. Und der Lotus-Tempel, der wurde da eben von ihr in Auftrag gegeben, ihn zu bauen. Ihre Hintergrundgeschichte, woher sie da auf einmal Geld und sowas alles hat, das zu machen, wird selbstverständlich im Buch erklärt, weil solche Fragen fragt man sich ja schon. Ich wollte euch jetzt gerade ein Bild von Hohepriesterin Eli zeigen. Jetzt finde ich die gute Frau hier nicht in meinem Notizbuch. Die muss hier vorne. Hier ist sie. Nee, hier ist Min. Ah, das tut mir jetzt leid. Ich kann euch in der Zeit auch gleich nochmal ein anderes. Hier. Ich zeige euch noch ein anderes Bild. So sieht die gute Frau aus. Mit der überragenden Lotuskrone auf dem Kopf. Ich finde das total verrückt, dass die Rezensionen, als ich mein Band 1 das erste Mal veröffentlicht hatte, da waren mehrere Rezensenten dabei, die geschrieben haben, der wohl unvergesslichste Charakter wäre Hohepriesterin Eli. Obwohl sie eigentlich eine der kleinsten Seitenrollen in dem Buch hat, die überhaupt vorstellbar sind. Aber die Frau hat eine besondere Art zu gehen, schwebt quasi über den Boden. Man sieht gar nicht mal, dass sich ihre Schultern oder ihr Kopf bewegen. Und ihre Beine sind aber verhüllt von viellagigen Kleidern, golden bestickt mit Lotusblumen. Und dann hat sie immer eine wahnsinnig hohe Krone auf dem Kopf. Die höher ist als ihre eigene Kopflänge, nochmal nach oben und noch höher. Mit ganz vielen Lotuspflanzen drauf und die klimpert immer wie verrückt. Die Frau ist schon eine schillernde Persönlichkeit. Ich habe hier auch mal den Lotustempel gemalt. Ich habe hier übrigens auch das Schwesternschaftssymbol des Goldenen Lotus ist das. Das ist der Orden des Goldenen Lotus. Ja, das habe ich hier vor vielen Jahren gemacht. Natürlich ist da Yin und Yang in Wirklichkeit nicht drin. In Twin gibt es das nicht. Also so eine realistischen Sachen. Also die es jetzt wirklich in der Realität gibt, die gibt es da nicht. Schwesternschaft des Goldenen Lotus. Und der Lotus-Tempel sieht, das habe ich auf Holz gemalt, habe ich auch schon mal irgendwo gezeigt, sieht so aus. Das ist ein Tempelkomplex, das ist der Haupttempel. Und vor dem Tempel ist hier, kommt jetzt raus, deswegen kann man es nicht sehen, ein langer, so wie ein Steg, also ein Podest, das was hier trapezförmig ist, kommt raus. Und Hohepriesterin Eli kommt dann hier raus, steht in der Mitte und hier sind ihre ganzen Anhängerscharen außen drum. Aber das sind wirklich richtig viele. Eigentlich ist der Tempel auf dem Bild auch zu klein. Und im Hintergrund, Quinn, ja, die Architektur, wie ihr schon seht, ist wie Fernost. Eher flachere Bauten, die meisten, und dafür mit vielen, vielen Höfen. Immer die Betonung der Weite, nicht die Betonung der Höhe liegt hier im Vordergrund. So wie es eben in der asiatischen Architektur auch eher war. So, das ist das. Hauptstadt des Kaiserreichs ist Qin selbst. Hier in der Mitte spaltet sich der Hian, der Fluss, kann man jetzt hier nicht so gut sehen. Befindet sich die kaiserliche Stadt. Das ist so, ja, die Münzstube, die Papierfabrik quasi. Da sitzen die ganzen Beamten, die sitzen sich da in Hintern breit und es ist wahnsinnig schön da drinnen. Kommt auch im ersten Band vor, wie toll es da drin aussieht und wie gut die Beamten es haben. Die werden ja alle gut bezahlt. Müssen letztendlich eigentlich nur mal stempeln, Briefe sortieren, Verträge abschicken und sonst irgendwie sowas. Solche Beamtenaufgaben. Und hier ist die kaiserliche Stadt. So sieht sie aus. Man betritt die dann eben über Brücken. Hier sind hohe Tore. Und das ist einfach nur so ein Turm. Und hier hinter sind die Gewölbe des Himmels. Oh, das sieht da drinnen ganz toll aus. Ich wünschte, sowas würde es wirklich geben. Das ist eine wahnsinnig große Halle. Das Dach ist verglast. Und 10 Geschosse, also in der Innenstadt, sind wirklich richtig hohe Gebäude. Unabhängig davon, ob es die zu der Zeit gegeben hat oder nicht, dazu sage ich gleich nochmal was. 10-geschossiges Ding, die Halle, die in der Mitte ist, mit künstlichen Kaskaden in der Mitte, da fließt Wasser, da sind Blumenbänke, man kann überall sitzen, es ist richtig schick. Und dann gehen von einer Seite zur anderen immer Brücken in den verschiedenen Etagen, dass die Leute von Komplex A in Komplex B auch immer laufen können.
Jetzt die Sache mit der Zeit. Ja, große Frage immer für so eine Fantasiegeschichten. Die sind ja meistens im Mittelalter angesiedelt. Quinn ist, ja, es ist eine Fantasiezeit. Es ist dann kompliziert, das kennen ja die Welterfinder von euch auch, Dinge, die in der Realität irgendwann erfunden wurden, parallel in den zeitlichen Einklang zu bringen, wenn man dann plötzlich Dinge mischt. Jetzt habe ich aber festgestellt, also gerade in Rom und Griechenland, da wurden ein Haufen dolle Erfindungen schon gemacht, bei denen ich gar nicht wusste, dass es die gab. Also über viele Erfindungen wusste ich schon Bescheid, zum Beispiel, dass die Römer ja schon eine Fußbodenheizung hatten mit Böden, auf denen es dann Fliesenstapel gab und darüber gab es dann den zweiten Boden und hier wurde heiße Luft durchgeschickt. Das war schon die erste Fußbodenheizung der Welt, eigentlich total modern. Und die Griechen hatten schon Pumpen, die aber Doppelkammerpumpen waren. Das heißt Pumpen, wie wenn man jetzt Wasser pumpt, pump, 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 und es kommt aber permanent was raus. Und nicht nur, wenn man runterdrückt, sondern auch, wenn man hochzieht. Solche Doppelkammerpumpen sind ja schon eine ganz schön dolle Geschichte. Ja, und da gibt es einen Haufen Erfindungen, die gibt es in Quinn auch. Für mich ist immer die Vorstellung, es spielt zur Zeit der Renaissance, der europäischen Renaissance. Es sind einige Dinge schon, die eher neuer sind, so 17. Eigentlich geht es bis maximal so 1750, die technischen Errungenschaften. Weiter eigentlich nicht. Das kriegt man dann im Buch mit. Aber ich stelle es mir in etwa so zur Renaissancezeit vor. Einige Dinge sind schon sehr modern. Es gibt beispielsweise schon gegossene Kanonen, Schwarzpulver. Lampentechnologie ist nicht nur durch Öllampen, die man jetzt irgendwo so hintragen muss, schon Öl. Die nehmen hier Fisch dran zum Verbrennen. Das wird aber über Kupferröhrchen, saugt das die Flamme an. Also da wird ein Docht entzündet, der geht innerhalb des Rohres in einen großen Topf und man entzündet den Docht und durch dieses Rohr, man kann dann ja mehrere Rohre an einen Topf anschließen, können verschiedene Lampen beleuchtet werden. So, aber es ist immer noch mit Feuer, also eine Lichttechnologie, wie wir das jetzt haben, gibt es da natürlich noch nicht. Das ist genau der Fortschritt, der wurde noch nicht erfunden. So, eigentlich war ich gerade in Quinn. In Quinn ist auch der Regierungssitz des Kaisers, nämlich der Felsenpalast. Der Felsenpalast ist hier, vielleicht könnt ihr das sehen, der goldene, dicke goldene Punkt am Fuß der Felsenspitze. Der Felsenpalast sieht so aus. Ja. Gibt es nicht viel zu sagen, das ist eine große Halle. Hier unten befindet sich drin eine Arena, also die Sitze sind so angeordnet. Und hier oben, das ist alles Hohlraum. Das ist einfach nur leer. Hier ist aber eine riesengroße Tribüne. Da sitzen ringsrum sämtliche Regenten und auch die Beamten und die Berater und ein Haufen hohe Familie, Kaufleute. Und der Kaiser sitzt unten in der Arena in der Mitte auf dem Thron. Und von da aus werden die Regierungsgeschäfte veranstaltet. So. Jetzt hören leider schon die schönen Bilder auf. Da muss ich euch enttäuschen. Es kommt aber gleich eine kleine Geschichte. Hier ist das Fürstentum Thea, Lian zu Thea, die Fürstin. Ach, ist auch eine tolle Frau. Die ist richtig nett. Die hat so gelockte braune Haare und guckt immer nett und hat ihre Arme typischerweise so verschränkt in den Ärmeln. Die spielt in Band 1 schon eine wichtige Rolle. Gut, hier ist ihr Fürstentum. Wenn man hier hochreist, kommt man hier oben. Seht ihr, das ist so ein kleiner Talabschnitt. Das ist das Tal von Unori. Hier vor ist ganz toll eine geografische Besonderheit, so ein Pass. Das ist schon eine richtige Bresche, um da durchzukommen. Und hier hat der Kaiser mal in Auftrag gegeben, ein früherer Kaiser schon, eine große Wallanlage zu bauen, damit er sich in Notzeiten aus Quinn hierhin bewegen kann. Natürlich sind das mehrere Tagesmärsche, aber ist man einmal hier in der Hochburg von Unori und die Tore hier sind zu, na, dann lassen sich solche Gebirgszüge ja aber ganz prima verteidigen und er wäre da geschützt. Kam in der Geschichte eigentlich nie so zum Einsatz. Da sind ein Haufen Leute hier beim Bau gestorben. Dieses riesengroße Areal ist frei von Städten. Das liegt daran, dass es da keine, ah doch, hier gibt es tatsächlich einen Wasserweg, aber keine wirklich großen Flüsse gibt. Das Gebiet ist leer, das sind die Birkenwaldwiesen. Da sind ja, Wiesen, Auen, Birkenwäldchen, Birkenhaine. Da ist gar nicht so viel los, das ist mehr Bauernland. Aber hier ganz hinten, hier befindet sich die Stadt der Jade, Xiada. Und ich habe mal aus Band 1 eine kleine Textpassage rausgesucht, die wollte ich euch mal vorlesen. Okay, zwar geht es da jetzt um Xiada. Dann lag sie vor ihnen, Xiada, die Stadt aus Jade. Die einzige Schatzkammer des Kaiserreichs schmiegte sich wie eine Decke über fünf in das Tal ragende Gebirgszungen. Vor vielen 100 Jahren gründete Kiralin von Utura, Utura ist übrigens da unten im Süden,
Die bescheidene Niederlassung auf Anraten ihrer Späher, die dort Jade vermuteten. Es dauerte nur wenige Jahre, bis Xiade das Stadtrecht verliehen wurde und die Stadt der Größe Kanas, Meinings oder Theas ähnelte. Thea, Meining, Kana. Die Passage, die ich lese, kommt sehr spät im Buch vor, man kennt die Städte dann schon. Sie wuchs zu einer der bedeutendsten Städte des Kaiserlichen Bundes und wurde schließlich zur Hauptstadt der Jade-Provinz. Bekanntheit erfuhr Xiade für seine in Kwin einmalige Architektur. Backstein war das Baumaterial jeden Hauses. Spitz zulaufende Bögen zierten die Fenster, eingerahmt von gemauerten Ornamenten im Wechselspiel roter und grün glasierter Ziegel. Weitläufige Kolonnaden boten Platz für Händler und Handwerker. Kupferplatten bedeckten die geschwungenen Dachsparren, deren Grünspan an das wichtigste Gut der Stadt erinnerte. Jade. Xiadas Backsteinarchitektur habe ich natürlich aus der Realität übernommen, nämlich meiner liebsten Architekturgattung des deutschsprachigen Raumes, Backsteingotik. Xiada hat in Xiada vereinigt quasi die Backsteingotik mit der asiatischen Baukunst. Alle Häuser sind dann aus rotem Backstein, auch mit diesen glasierten Ziegeln, und haben auch die Hansa-Architektur, diese quasi nutzlosen Zierwände, die nur voller Löcher sind, damit sie vom Winter nicht umgepustet werden. Die gibt es da auch. Und die Dächer sind genau die asiatischen Dächer, die quasi so sind. Ach, die gibt es auch auf dem Lotus-Tempel. Aber hier sind das übrigens grün glasierte Ziegel. Solche Dachformen gibt es natürlich auch in Xiada, wie überall in Kwin, aber aus Kupferplatten, und die sind dann mit Grünspan übersät. Und das finde ich wunderschön. Und deswegen habe ich das in Xiada eingebaut. Da gucke ich mal noch, es gibt hier noch mehr. Da-da-dam. So, hier reisen nämlich gerade die Leute nach Xiada und sehen das dann alles. Die Minen Xiadas liegen oberhalb der Stadt, also da ringsrum. Schon in jungen Jahren wurde die abgebaute Jade nicht in die Arbeitersiedlung hinuntergebracht, sondern auf den Bergpässen zur Quelle des großen Flusses befördert. Dieser lag von der Stadt aus hinter weitläufigen Auenwäldern etwa einen halben Tagesmarsch entfernt. Deshalb verfügte Xiada als einzige Großstadt über keinen Handelshafen. Die Flüsse innerhalb der Stadtmauer dienten nur der Trinkwasserversorgung. Auf ihr verkehrten höchstens Fischerboote und kleinere Junken, aber nicht die großen Junken der Hafenstadt Baikong. Baikong ist übrigens der größte Warenumschlagplatz, das Herz von Kwin, hier im Norden der Stadt. Hier legen alle Junken an, aller Warenverkehr wird da abgehandelt. Die Leute handeln auch nicht von hier nach da, sondern die Leute handeln von da nach hier. Hier sind Zwischenhändler und die handeln weiter nach da. Dadurch wird Kwin natürlich auch reich. Städte, die Handel betreiben oder nur Zwischenhändler sind, sind immer wahnsinnig mächtig. Also auch in der Realität gewesen. So. Aber Xiada sieht ein bisschen anders aus, als man sich es vorstellt. Die Straßen waren leer. Dreck, Schutt und Laub säumten die Bürgersteige. Bretter vernagelten Türen und Fenster einstiger Handwerksstuben. Nur die eisernen Gildenembleme erinnerten an das rege Geschäft. Der Ausbau der Stadt verlief an einem Stück. Kwin diente damals als Vorbild für die Stadtplanung und Straßenführung. Die Stadt wirkte dabei musterhafter, als Kwin es je sein würde. Sternförmig verliefen die Hauptstraßen ins Zentrum, Ringstraßen verbunden die Strahlen miteinander wie ein Spinnennetz. Ist eigentlich absolutistische Architektur, die habe ich hier einfach in Kwin übernommen. Aber auch die Straßen innerhalb der Stadt waren in schlechtem Zustand, vor allem die arme Bevölkerung neigte in Notzeiten dazu, nachts Pflastersteine aus den Stadtstraßen zu stehlen, um sie in eigenen Häusern zu verbauen. Außerdem war so mancher kunstvoll gestalteter Stein eine wertvolle Rarität. Mindestens in Kwin, aber auch in Meining oder der Festung Kana konnten sie zu anständigen Preisen an Mosaikleger weiterverkauft werden. Denn viele Straßenpflaster Xiadas waren mit Jade-Intarsien versehen. Ein Luxus, den sich die Stadt in ihrer Blüte noch leisten konnte. Jetzt ist Xiada arm, kommt natürlich auch in der Stadt vor, im Buch vor, warum das so ist. Die Jadeadern sind versiegt. Und die Stadt, die sich so auf diesen Jadefluss konzentriert hat, tja, ist in ein Loch gestürzt. Mehr habe ich von Xiada nicht. Ich habe keine Embleme oder keine Banner oder keine Bilder oder sowas gemalt, aber ihr könnt es euch vorstellen, so wie Lübeck oder... Lübeck ist dafür eigentlich die am besten geeignete Stadt. Oder Danzig. Wer schon mal in Danzig war, der und sich da die Hansa-Architektur angeguckt hat, das ist schon wirklich atemberaubend. So, kommen wir weiter. Hier regiert übrigens ein Wesir. Die Stelle die finde ich jetzt nicht so schnell im Buch, aber warum dann Wesir und kein König regiert, ist folgender. Ihr habt ja gehört, Kiralin von Notura, viele hundert Jahre zurück von hier,
hat diese Siedlung hier oben im unbesiedelten Norden gegründet, weil Ayade vermutet wurde. Die Frau kommt natürlich aus dem Tal der Nebel, ist eine Verwandte oder auch Mitglied des Hauses der Nebel, also dieser Dynastie, die da regiert. Da gab es aber Konflikte. Wie war denn man das nochmal? Da müsste ich jetzt selber in meinem Buch nachlesen. Da gab es irgendwann Konflikte wegen Herkunft von ihr und ihrer Regierung im Norden. Die Leute wollten, als die Jade versiegt ist, nämlich das Haus der Nebel da nicht mehr haben, weil die natürlich auch verantwortlich gemacht haben, dass es einen wirtschaftlichen Verfall gab und nichts Neues passiert ist. Und die Leute haben sich hier vom Haus der Nebel aus dem Süden befreit. Und weil es aber bisher keine eigene Dynastie gab, die dort regiert, wurde ein Adliger aus dem Umland genommen, das war Fu, und der wurde zum Wesir berufen. Den nennt man dann nicht König, sondern das ist der Wesir, weil der eigentlich nur eine Verwaltungstätigkeit hatte. Ist aber quasi der König des Jade-Königreichs. Es wurde dann auch Jade-Königreich genannt. Da sind schwelende Konflikte in Zukunft, nicht im ersten Band, aber in Zukunft natürlich zwischen dem Gebietsanspruch des Hauses der Nebel und Fu, der da nun regiert und aus der Gegend auch kommt. Wupp. So, Meining, hier kommen wir jetzt zu Städten. Oh, das sind zwei Metropolen, kommen jetzt auch auf uns zu. Wahnsinnig mächtig, nämlich die größte Provinz des ganzen Kaiserlichen Bundes. Die befindet sich hier im Norden, die größte und eigentlich mächtigste. Regiert von den Geschwistern Kana, Miharu Kana und ihr Bruder Yukato Kana. Miharu regiert Meining. Unschwer zu hören, dass die Stadt eigentlich von Meiningen kommt, aber Meining ist Mai-Ning. Genauso wie Balkon. Das liegt eigentlich daran, dass ich als Kind nicht Balkon gesagt habe. Oder sagt man ja in Deutschland sowieso verschieden: Balkon, Balkon. Aber ihr wisst, was ich meine, das, was außer dem Haus dran ist, wo man drauf sitzen kann. Und ich habe als Kind irgendwie immer Balkon gesagt, weil man bei uns das auch irgendwie so ausspricht. Naja, daraus wurde dann eben die Hafenstadt Bai-Kong. Gut, hier ist Meining und hier ist Kana. Festung Kana heißt auch so wie hier Festung, Nebelfestung, hat Festung im Namen. Ja, das sind zwei wahnsinnig große Städte und das ist eine einzige Provinz. Es ist die mit Abstand größte und eine wirtschaftlich natürlich bedeutsame Provinz, weil die Kanier sind dafür bekannt, dass sie sehr gute Handelsdelegationen haben. Eigentlich ist das Haus des Handels aber das Haus Heng, das in Band 1 auch eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt, das im Emblem der Heng. Das hier sind wahnsinnig alte Embleme übrigens, die kommen im Buch anders vor, aber weil ich eben mal Lust hatte, die zu machen, sehen die so aus. Ist das der Drache? Das hier ist im Übrigen das Symbol des Hauses Jiao, die verschlungenen Schlangen. Das hier, ach, das ist einfach nur die Akademie der Dolche, die ist jetzt nicht so wichtig. Die Ordensbruderschaft der Zia, der goldene Kelch. Kana hat einfach nur so einen Bambusstab. Der goldene Kelch für die Bruderschaft der Zia, über die habe ich ja noch überhaupt gar nicht gesprochen. Die Königreiche haben wir jetzt eigentlich abgehandelt. Die höchsten Vasallen des Königs sind also König Raidan aus dem Nebeltal. Hohepriesterin Eli wurde zum Vasallen gemacht. Die ist ja eigentlich keine Königin, da ist aber da ist eine interessante Geschichte dahinter, der es um Machtsicherung auch geht und Erpressung und Geld und ach, alles Mögliche. Das Fürstentum Thea und die Provinz Unori, die sind beide sehr, sehr klein, aber die spielen eben auch eine wichtige Rolle, weil sie große Städte besitzen. Provinz der Jade mit Wesir Fu und Provinz Ostkana und Westkana. Im ersten Band ist das auch noch geteilt. Ihr könnt euch schon denken, was denn irgendwann mal passiert. Von den Geschwistern Kana regiert. Und die zwei anderen großen Häuser, die es gibt, die regieren hier in der Stadt. Das Haus Heng und das Haus Jiao, die oben hier drauf sind. Die haben als einzige Häuser, weil sie mal die mächtigsten und überhaupt die dollsten waren im Kaiserlichen Bunde, haben die ihren Vasallenstatus als Eigentümer über Ländereien aufgegeben, sich aus diesem quasi Vasallenlandgeschäft zurückgezogen und sind jetzt nur noch in dem Sinne Vasallen, dass sie, ja, sie haben kein Land, sondern sie regieren eigentlich die Stadt an der Seite des Kaisers, was mindestens genauso aufwendig ist, wie Herr über so ein ganzes Land zu sein, weil Quinn die bedeutendste Stadt ist. Und man genießt in Quinn auch hohes Ansehen, wenn man dazu gehört. Und es sind nur die beiden Häuser, die das dürfen. Hui!
Jetzt habe ich euch einen riesengroßen Einblick hier ins Tal von Qin gegeben. Ich habe aber noch mehr. Ah ja, ich wollte euch ja noch was zur Bruderschaft der Zi erzählen. Hier ist der Akolytenhain. Die Bruderschaft der Zi, es gibt keine Religionen, keine richtigen Religionen, so wie jetzt Monotheismus, Polytheismus. In Qin ist es, wird Ahnenkult betrieben. Also die verehren alle ihre Ahnen in Ahnenschreinen. Und dann gibt es eine Bruderschaft, das sind die Zi, das sind aber keine Zauberer oder sowas. Die haben aber besondere Fähigkeiten, weil sie den Mensch in seiner gesamten Tiefe und Komplexität studieren. Ach, die sind, kann ich das sagen, so eine Mischung aus Psychologen und Philosophen und ach, was die nicht alles machen. Die sind auch eigentlich Wissenschaftler, um es mit heutigen Begriffen zu sagen. Und das dürfen aber nur Männer. Deswegen gibt es auch als Pendant die sehr junge Schwesternschaft des Golden Lotus. Die Bruderschaft der Zi ist aber schon mehrere tausend Jahre alt. Hier im Akolytenheim werden junge Akolyten ausgebildet. Die machen da 3 Jahre eine Ausbildung, sind dann Zi-Priester. Ja, und dürfen dann überall eingesetzt werden. Die können überall arbeiten. Die sorgen auch komplett für sich selber. Die haben eigene Äcker, die sie bestellen. Die ernähren sich also auch komplett alleine. Haben aber jetzt kein Reich. Die leben einfach überall. Haben auch oft Beraterfunktionen. Aus Zi können auch sehr gut ausgebildete Soldaten werden, wenn sie sich einem Haus anschließen. Die sind immer gerne gesehen. Sind auch ausgebildete Kämpfer nach der Akolytenausbildung. Und hier in der Stadt gibt es auch einen Stadtteil von den Zi. Ah, das ist so eine ganz große, die kaiserliche Pagode. Aber das hatte ich aus Band 1 schon wieder rausgestrichen. Das weiß ich nur noch für mich. Ah ja, noch ein schöner Ort in Band 1 wollte ich euch ja zeigen. Den Platz der 1000 Glocken. Der ist ganz toll. Der ist auch hier in der Stadt, nahe dem großen Markt. Hier nochmal zur Erinnerung, wie er ausgesehen hat. Ja, der Platz der 1000 Glocken. Ich hatte am Anfang die Geschichte hier vorgelesen, aber die stimmt nicht mehr. Jetzt ist die Geschichte folgende, nur grob umrissen. In den Schicksalskriegen, tja, da gab es so ein Buch, das ist der Foliant. Der hat eigentlich den Krieg so ein bisschen mit ausgelöst, denn jemand hat behauptet, dass der Foliant ein Buch sei, ein Buch von den Zi übrigens geschrieben, was die Zukunft voraussagen kann. Ich habe ja gerade schon gesagt, Zauberei gibt es nicht. Dennoch gibt es ja auch in unserer Zeit, ihr müsst nur den Fernseher anschalten und mal Astro-TV oder sowas gucken, Leute, die auf sowas vertrauen und sowas eben machen. Ich will das jetzt auch weder in Frage stellen, noch irgendjemandem von seinem Glauben abbringen, aber es ist ja auch Teil unserer Gesellschaft, dieses Interesse für das Schicksal und für die Zukunft und Bestimmung. Und das ist ja, kann man jetzt ja nicht leugnen, dass das irgendwie Teil des menschlichen Lebens ist. Und in Qin hat dieses Buch eine riesen Faszination ausgelöst. Und natürlich ist ein Buch, was die Zukunft erzählen soll, wahrscheinlich eines der wertvollsten Güter, was ein König oder ein Kaiser haben kann. Das Buch hat letztendlich aber viel zu viel Krieg und Elend geführt, denn ich halte es persönlich auch nicht für gut, wenn es sowas wirklich gäbe, dass das jemand hat. Das fügt eigentlich eher nur Leid zu. Und ja, dieses Buch hat letztendlich zum Krieg geführt und danach wurden die Zi geächtet eine Zeit lang. Das ist gar nicht so lange her. Das spielt kurz vor dem das ist so 30 Jahre vor dem ersten Band, vor der Saga von Qin Nummer 1. Der Foliant heißt übrigens Saga, deswegen die Saga von Qin ist der Titel eigentlich auch dieses Buches. Und die Zi wurden dafür belangt und viele verdächtigt und 1000 Zi wurden sogar an den Pranger gestellt und dafür ermordet, dieses Buch überhaupt geschrieben zu haben. Das geschah auf einem Platz, auf einem Stadtplatz in Qin. Aber um sich irgendwann mit den Zi wieder auszusöhnen, weil sie ja doch eine große, wichtige Rolle spielen und bei denen das dann auch nicht mehr so übel genommen wurde, also das war ein längerer Prozess, hat ein späterer Kaiser dann beschlossen, zu Ehren der Zi, der gefallenen Zi, der getöteten Zi und auch geschändeten Zi, auf dem Platz 1000 Jadeglöckchen aufzustellen, die in diesem Bogengang stehen. Und in der Mitte die weinende Frau, die ist noch so ein Symbol für die Schicksalskriege überhaupt. Deswegen auch Schicksalskriege, weil es eigentlich um das Schicksal ging. Ging ja um dieses Buch. Ja, das ist die Geschichte davon. Andere interessante Orte fallen mir jetzt in Band 1 gar nicht ein. Der erste Band, es spielt übrigens alles immer an verschiedenen Stellen. Spielt hauptsächlich hier, aber auch hier in 2 Dörfern, Chensu und Saheng. Chensu wird gleich am Anfang überfallen und noch halb zerstört. Und dann spielt es aber auch da, wenn Prinzessin Min da diese 6-tägige Reise hinmacht. 6 Tage in eine Richtung. Band 2 spielt dann zum Beispiel an ganz anderen Orten. Band 2 fängt an hier,
spielt dann aber auch meistens hier. Und auch so ein bisschen Laube. Ach ja, da, das ist ein Bankett. Oh, das ist ein tolles Bankett. Das Kristallbankett von Fürstin Lian zu Thea organisiert. Und Band 3 spielt dann aber eine Lebelfestung. Aber die Charaktere sind alle schon in Band 1 bekannt. Also man kennt die Grundzusammenhänge dieses Kaiserreichs aus Band 1 und wird dann durch verschiedene Handlungsstränge in den Wänden geführt, die aber miteinander zu tun haben, weil sich die Menschen eben alle irgendwie kennen. Na, logisch, mindestens die Adelsgeschlechter wissen doch voneinander und durch Spionage wissen die sowieso alles voneinander oder die stehen in Briefverkehr. Was kann ich euch noch zeigen? Ich war auch mal so verrückt. Ich bin sowieso ein bisschen verrückt mit der ganzen Sache, was ich ja alles gemacht habe. Und habe mal einen Stadtplan gezeichnet von Quinn. Das war zu der Zeit, als Quinn, das Tal von Quinn, wirklich noch quasi ein geografisches Tal war. Also so ein kleines Ding, wo man einmal durchwandert, an zwei, drei Tagesmärschen vielleicht. Und da war Quinn eben auch keine besonders große Stadt. Ihr seht hier eine große Pagode. Hier ist der Dynastiewohnsitz der Heng. Hier ist der Palast der Jiao, auch ein Dynastiewohnsitz. Und das ist diese kaiserliche Stadt. Das ist hier das Gebäude, der Turm, nach hier verlaufend. Das ist das. Wahnsinn, das wusste ich selber gar nicht, dass das hier drauf ist. Toll. Und hier ist der Felsenpalast. Ja, in Wirklichkeit ist Quinn mittlerweile eine richtige Metropole. Natürlich auch nicht. Ich glaube, Metropole bedeutet ja 1 Million Einwohner. Ich nenne das immer nur so, Quinn hat nicht 1 Million. Wobei Rom zu irgendeiner Blütezeit, habe ich irgendwo gelesen, auch 1 Million Einwohner hatte. Höchstwahrscheinlich auch mit dem ganzen Umland noch drumherum. Aber unrealistisch ist das alles gar nicht. Irgendwie finde ich überraschenderweise Dinge, wo ich dann denke, ach, das ist bestimmt unrealistisch, finde ich dann doch in der Geschichte, dass es das mal gab. Das ist immer schön. So, aber nur habe ich euch was erzählt. Für euren persönlichen Schreibprozess bringt das vielleicht alles überhaupt gar nichts. Aber vielleicht konnte ich euch noch ein paar Ideen bringen. Vielleicht fandet ihr es auch einfach interessant. Das ist das Tal von Quinn. Ihr kennt jetzt das Kaiserreich, die wichtigsten Städte, die wichtigsten Orte, einige Beschreibungen. Ist gut für heute. Jetzt könnt ihr schlafen gehen. Nach diesem Video seid ihr bestimmt kaputt und müde. Ciao.